Mit Traumautos wird in der VLN Langstreckenmeisterschaft nicht gegeizt, auch nicht beim 8. Saisonlauf. Audi R8, Porsche GT3 und Mercedes SLS sind in großer Anzahl vertreten und schenken sich nichts. Einzelkämpfer derzeit noch ein Ferrari 458, in dem man nicht nur schnell fahren, sondern auch noch etwas lernen kann. Bezahlbar bleiben muss der Motorsport auf der Nordschleife allerdings auch, wie in den kleinen Klassen der VLN. Ein VW Corrado ist schon seit Jahren dabei, macht aber Fans und Fahrern noch immer viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Motorsportfreunde, zum 8. Lauf der VLN. Es ist der 44. Barbarossa-Preis, ausgetragen vom Motorsportclub Sinzig, ein Rennen über 4 Stunden. 163 Teilnehmer, unter anderem natürlich mit dabei die Traumautos von Audi, der A8 LMS oder der Porsche 911 GT3 R. Natürlich auch mit dabei der Mercedes Flügeltürer SLS und last but not least ein Ferrari, der F458 vom Team Tintag Racing. Eine Marke, die verpflichtet. Naja, Ferrari, glaube ich, ist so das Synonym für den Sportwagen schlechthin. Ist für viele ein Kindheitsraum. Fahrspaß pur. Ich denke, das Auto einfach an sich ist schon der Hammer. Fahrer geraten ins Schwärmen. Man muss, wenn man Rennfahrer ist, einmal im Leben Ferrari gefahren sein. Faszination Ferrari. Wir wollen den Leuten noch das bieten, was das Überauto ist. Und das ist eigentlich der Ferrari, den will jeder mal fahren. Tintag Racing, die Ferrari-Spezialisten. Das Team aus Würzburg geht mit einer eigenen Philosophie an den Start. Profis begleiten die Amateurfahrer des Teams durchs Rennwochenende, geben Tipps, an welcher Stellschraube noch gedreht werden muss. Teamchef Danny Pfeil weiß, wie wichtig professionelles Coaching ist. Ich habe selbst Motorsport professionell gemacht, habe damals Dinge getan, von denen ich keine Ahnung hatte, weil mir keiner gesagt hat, wie es geht. Und jetzt, denke ich, haben wir die Chance, können das mal andersrum machen. Wir haben ein tolles, starkes Auto, wir haben eine gute Technik. Und erfahrene Profis wie die Le Mans-Fahrer Pierre Kaffer und Ralf Kellenos. Sie stehen den Tintag-Piloten zur Seite. Fahrercoaching von A bis Z. Am Anfang schon geht es darum, allein um die Lenkradhaltung. Man gewöhnt sich durch den Straßenverkehr viele Sachen an, die beim Rennfahren oder auf der Rennstrecke eigentlich kontraproduktiv sind. Das heißt, 3 und 9 Uhr, die Hände sind hier, die wandern nicht herum. Es geht darum, wo schauen die Augen hin, was macht man mit der Hand, wenn man schaltet, wie verhält man sich einfach im Cockpit. Das ist so die Basis. Und danach geht es dann in die Details, Bremsdruck aufbauen, Bremsdruck halten, untersteuern, übersteuern, all das zu verstehen. Ein Gefühl für das Fahrzeug bekommen. Alles aus sich und dem Rennwagen rauskitzeln, in jeder Situation. Also die Sekunde zu finden, das ist einfach das Allergrößte. Und die findet man wirklich. Die steigen ins Auto rein und dann fahren die raus in die erste Kurve. Wenn die wollen, sitzt die perfekt. Es ist eine familiäre Atmosphäre hier. Wir sind befreundet und das Ganze spielt sich hier in einem super Umfeld ab, sodass es Spaß macht, hier einfach zu fahren. Mit fast 300 über die Schleife eine Runde in der grünen Hölle hautnah miterleben. Im Renntaxi kein Problem. Faszinierende Erlebnisse an Bord des Ferrari 458. Ich denke, das Auto einfach an sich ist schon der Hammer, weil es einfach auch so schnell war und alle anderen überholt hat, die ganzen BMWs, die waren alle hinten dran. Es ist und bleibt ein Ferrari. Was hat dich am meisten beeindruckt? Dass der Fahrer einfach die Kurven gesehen hat, wo hinter der Kuppe waren, wo ich gedacht habe, ich hätte sie nicht gesehen, ich wäre da definitiv rausgefallen, war sehr gut. Ferrari und die VLN. Keine unmögliche Mission. Der Mensch fliegt zum Mond, wir machen mit Ferrari Motorsport. Vielleicht geht's. Es geht. Schnell. Sehr schnell. Und jetzt sind wir hier auf der Startaufstellung. Wir sind beim Polesetter, wir sind beim Porsche vom Team Manta Racing und wir haben einen Debütanten im Auto, nämlich Patrick Pilet, der Franzose, ist der letzte Porsche-Werksfahrer, der noch nie auf der Nordschleife unterwegs war und er steht hier auf der Pole. Das ist ganz was Besonderes. Patrick, how do you feel the first time here on the green hell? I feel good, you know. Ja, ich fühle mich gut. Ich stehe auf der Pole Position, denn mein Teamkollege hat im Training einen sehr guten Job gemacht. Das Team ist gut und ich möchte die Strecke weiter lernen, denn so gut kenne ich sie ja noch nicht. Und ich möchte das Auto auch in einer guten Position dann übergeben. Okay, und wie es dann gelaufen ist, das erzählt uns jetzt Markus Schocker, Ihr Kommentator. Viel Vergnügen.
Der 8. VLN-Lauf in diesem Jahr also. Und wir schauen auf das Auto, das neben Piëch in Startreihe 1 steht. Es ist dieses Auto, der Timoli Porsche von Enerici Coronel. Da haben wir den Frigadelli Porsche von Klaus Abelen in Startreihe 2 und daneben der Falken Porsche von Wolf Hetzler. Die Fans entlang der Strecke sind gespannt. Sie freuen sich auf 4 Stunden Racing pur. Und los geht's. Die erste Startgruppe macht sich auf den Weg. Und Patrick Piëch, er verteidigt seine Spitzenposition gegen Marc Henerici. Dahinter aber, Wolf Hensler trickst Klaus Abelen aus und übernimmt die 3. Position. Die 2 Mercedes SLS haben Klaus Abelen bereits überholt. Da wäre zum einen der SLS von Rowell Racing, das Auto mit der Startnummer 7 mit Alexander Roloff am Steuer, und dann der Black Falcon SLS von Stefan Rösler mit der Startnummer 2. Weiter vorne macht Wolf Hensler Druck auf Marc Henerici. Der Timbuli-Pilot lässt sich aber nicht beeindrucken. 3 Autos vorneweg: Patrick Piëch, Marc Henerici und Wolf Hensler. Dann folgen die beiden Mercedes SLS. Und dahinter attackiert Frank Stipple im Phoenix Audi den Wochenspiegel Porsche, gesteuert von Oliver Kainz. Aber Stipple kommt nicht vorbei an Kainz. Stattdessen wird Stipple selbst überholt von Frank Bieler im weiß-grünen Räder Audi. Die Spitzengruppe auf der Nordschleife. Keine Positionsveränderungen auf den ersten 10 Plätzen. Nach wie vor führt der Nordschleifen-Rookie Patrick Piëch das Feld an. Jetzt die Spitzengruppe im Bereich Metzgersfeld. Wir sind bei Volker Striezek im Aston Martin V12 und der teilt sich dieses Cockpit mit Wolfgang Schubauer und Andreas Gülden. Und die drei haben auf der Nordschleife schon ganz Besonderes geleistet. 100.000 Runden Nordschleife. Eine runde Zahl. Und so viele Runden haben zusammengerechnet Striezek, Schubauer und Gülden auf dem Buckel. Aber diese 100.000 Nordschleifenrunden, sie sind natürlich nicht ausschließlich Rennrunden. Ja, das sind natürlich nicht nur Rennrunden, sondern eine Vielzahl dieser Runden kommt aus unserem täglichen Beruf. Das heißt, Entwicklungs- und Erprobungsfahrten hier zu machen. Und wenn man hier eine komplette Woche die Strecke angemietet hat und dann am Wochenende zusammenzählt, dann wundert man sich selber, wie viel man gefahren ist. Dann kommen natürlich die Rennkilometer dazu oder auch die unzähligen Runden bei Veranstaltungen und Trackdays, die man dann hier zusätzlich abspult. 100.000 Runden auf der anspruchsvollsten Rennstrecke der Welt. Natürlich ohne die Kontrolle zu verlieren. Ich kann immer wieder jedem empfehlen, der Nordschleife fährt, genieße die Nordschleife, aber respektiere sie. Denn die Nordschleife ist einfach Nordschleife und das muss man ganz einfach dabei berücksichtigen. Dann wünschen wir unseren 3 Jubilaren alles Gute für die nächsten 100.000 Runden auf der Nordschleife. Eine kurze Pause, dann geht's weiter hier am Ring mit dem harten Kampf um die Führung und mit dem jähen Ende für ein vom Pech verfolgtes Privatteam. Also, bis gleich.